Das Chaos sieht man hier gut. So, kommen wir da nicht mit zu nah. Okay, los. Pfui, pfui. Sehr schön. So, da ist das alte Ding. Erledigt. Impellerwechsel. Und ich glaube, diese Platte werde ich auch mal dem Ulbe zeigen, weil die ist angelaufen. Von was ist das? Von der Wasserpumpe. Und dadurch, dass sie angelaufen ist, ich habe mal gelesen, das ist nicht gut, wenn die anläuft. Und die ist angelaufen, die ist nicht eben. Dicht war sie aber noch. Und jetzt gucken wir mal, was der Impeller so sagt. Dafür brauche ich wahrscheinlich eine Zange. Ja. Bitte reiche mir eine Zange. Hier? Ja, ich? Nee, das ist eine Schere. Da ist nichts Kleineres. Ja, das ist nur die Pumpenzange sonst noch. Das ist unsere neue Ölabsaugpumpe. Alias Teekanne. Pumpe. Funktioniert so mit Unterdruck. Und dann hört man's. Achtung. Und so wird dann das Öl durch diesen Schlauch da reingepumpt. Hoffentlich. Und das soll alles ohne Sauerei und ohne Kleckerei passieren. Oh, das ist auch noch easy hier. Guck mal. Da kommt das Öl angeschossen. Guten Mittag. Guten Abend. Guten Abend. Also, guten Abend. Erster Tag auf der Rubicon. Eingekrannt haben wir heute. Alles sehr anstrengend gewesen. Neuen Teppich verlegt? Nee, ja auch. Doch. Aber der Reihe nach. Erstmal. Oh. Was haben wir zuerst gemacht? Wichtigste zuerst. Ja, wir haben den Teppich verlegt. Was haben wir denn noch gemacht? Haben wir noch was gemacht? Und das neue WC eingebaut. Ach, natürlich. Ja. Das neue WC eingebaut, erstmal natürlich gecheckt, ob unsere neuen Borddurchlässe und Seeventile dicht sind. Die im Übrigen unheimlich nötig gewesen sind, die auszutauschen, laut Werft. Ich habe sie mir angeguckt, ihr werdet das auf den Fotos sehen, die wir hier mit posten. Da haben wir alles richtig gemacht mit dem Austausch. Also da hätten wir nicht noch eine Saison mitfahren können, so wie die ausgesehen haben. Also alles bestens. Da also auch alles dicht gewesen, was die Werft gemacht hat. Toilette eingebaut, war ein bisschen Fummelei, weil das Seeventil noch ein bisschen im Weg gewesen ist. Aber da hat Herr Robert dann von der Werft auch noch mal ein bisschen was dran gedreht. Also insofern passt alles. Funktioniert auch, haben wir nur noch nicht eingeweiht. Machen wir vielleicht ein anderes Mal. Haben wir jetzt, die Janine hat lecker Spaghetti Bolognese gerade gemacht. Die hat sie zu Hause vorgekocht, jetzt auf dem Schiff warm gemacht. Und jetzt machen wir zum Schluss des Abends, jetzt ist Feierabend, jetzt haben wir gleich 8 Uhr, glaube ich. Jetzt gucken wir uns noch den Sonnenuntergang an, jetzt ist sie gerade weg, während ich hier gelabert habe. Wollten jetzt noch einen kleinen Spaziergang machen, uns den Sonnenuntergang, den wir gerade gesehen haben, anschauen und gehen jetzt gleich nochmal durch Lemmer und durch den Hafen durch. Und werden dann den Abend mit einem Video von Guido ausklingen lassen. Also. Vielleicht machen wir auch noch ein bisschen Sport. Dreh mal. Sport? Nee, ja, Sport machen. Wir machen keinen Sport. Ich habe jetzt Tag Sport gemacht. Also, ich weiß nicht, ob man die sieht im Hintergrund. Da machen die Holländer ein bisschen Sport. Mit Autoreifen und. Genau, ich denke mal, das sind die, die hier mit dem Plattbodenschiff vielleicht auch da drüben liegen. Das Plattbodenschiff sieht man dort. Da ist das Plattbodenschiff. Ja, aber wir machen heute keinen Sport mehr. Definitiv nicht. Ich kann ja kaum eine Kamera hier halten, weil die tut alles weh. Endlich unterwegs. Auf nach Hindelhof, hoffentlich. Mehr gibt's nicht zu sagen? Was soll ich erzählen? Nö. An diesem ereignisreichen Tag. Sonne scheint, genau. Kommt jetzt wieder raus, ist ein bisschen kalt. Dick eingepackt. Teletubby-mäßig Michelin-Mann. Wie viel Wind haben wir? Warte mal, ich muss erstmal nach der Tonne gucken. Stopp. 13 Knoten. Na guck. Und nicht viel los. Wir haben fast das ganze heiße Meer für uns. Zwei Segler. Da vorne.
So, Tom. Ja. Erzähl mal. Ja. Wie ist die Lage? Fast 45 Grad Krängung. 6 in Böen bis 8. Man sieht's. Also, wir haben zurzeit 0,3 Knoten Wind. Warte. Und 0,8 Knoten Fahrt, wobei ich nicht glaube, dass das tatsächlich 0,8 Knoten Fahrt sind. So mal weniger. Also man kann sagen, wir treiben uns mal wieder rum. Ja, wir haben also eigentlich gar keinen Wind. Dafür ist es warm, weil wir uns einfach viel zu warm angezogen haben. Ja, plattes Wasser, Sonne. Und einfach viel zu warm. Wir rasen. 0,9 gerade, ja. Bei, Achtung, 0,0. Ja, immerhin. Ja. Also die Hohenkorn fährt so dabei gar kein Witz. Die Genua, die ist eigentlich, eigentlich kann man die Segel bergen. Das ist Quatsch. Ja, schick. Also man kann das Segel auch zur anderen Seite führen, das ist egal, weil es ist ja kein Wind. So weit. Aber vorhin hatten wir noch 16 Knoten Wind, ne? Ja. Dann waren wir mit 6 Knoten unterwegs. Und jetzt? Nicht. Deswegen werden wir gleich unser 43 Jahre altes Schätzchen anwerfen. Und Motoren. Hm. So, schönen guten Tag. Wir haben mittlerweile schon 1:30, also um 1 Uhr sind wir los, auf dem Weg nach Hinterlopen. Wir haben heute ein bisschen mehr Wind als gestern, hoffentlich bleibt es so. Vom Wetter her, wie man sieht, ist es so ein Sonne-Wolken-Mix, aber okay, passt. Warm genug sind wir angezogen. Wir schätzen, wir sind in 4 Stunden in Hinterlopen, brauchen jetzt noch 4,5 Stunden mit der jetzigen Fahrtgeschwindigkeit. Ja, wir sind gleich wieder schneller. Aber... Wie viele Meilen sind das denn? Wo steht das? Steht da nicht. Normalerweise habe ich gedacht, das steht da, steht das aber nicht. Nur die Zeit. Aber dann können wir die Trackaufzeichnung starten. So. Und Janine, wie ist das Befinden heute? Gut, wir haben heute unseren Voreigner getroffen. Ja, der Herr Van der Falk war da mit seiner Frau. Plötzlich klopfte es. Wir wollten gerade losfahren, da stand er an Bord. Ja, ein Kurz. Sehr nett, ihm geht's sehr gut. Ein Kurzbesuch war es nur. Genau. Schöne Grüße an dieser Stelle nochmal. Genau, falls man uns sieht, schöne Grüße. Ist es draußen? Kalt! Einfach nur kalt! Sonst kann ich dazu nicht sagen. Super! Kalt. Danke für die Information! Aber Wind haben wir auch! Ja. 17 Knoten! Und es ist kalt!
Hallo und frohe Ostern. Wir sind wieder unterwegs von Hindelopen Richtung Makkum. Bei 8 bis 9 Knoten Wind fahren wir mit 4,5 Knoten Genua und Groß voll raus. Es ist ein bisschen kalt, aber wir haben wenigstens ein bisschen Sonne. Ziel ist halt Makkum. Schauen wir mal. Das denn? Ja, läuft. Wasserfilter mal reinigen. So sieht er aus, wie man sieht. Ist ja ganz schön eklig. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass wir so wenig Wasserdurchfluss haben, aber lecker. Ein Versuch ist es wert. Wir werden den jetzt reinigen und dann gucken wir mal. Ich hoffe, dass es daran liegt. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Ja. So ist es. Wir müssen auch drumherum mal reinigen. Ja, das mache ich auch gleich. Ist nur 60 Grad da unten drin. Es ist Sauna. Zusammen. Wir sind auf dem Weg von Makkum nach Enkhausen, haben jetzt so um die 20 Knoten in Spitzen bis 25 Knoten Wind, haben das zweite Ref schon drin, weil uns das einfach angenehmer ist. Es fahren trotzdem mit 5,5, 6 Knoten. Scheißwetter, Regen, kalt, nass, eigentlich ätzend. Ich denke mal, wir brauchen noch 3,5 Stunden bis nach Enkhausen. Ja, Janine ist gerade ein bisschen schlecht geworden, aber die macht sich jetzt, glaube ich, irgendwie einen Tee oder so. Ja. Oder? Ja, ein okay. Magentee. Ich hoffe, dass sie mir auch einen mitmacht. Wir werden sehen. Richtig gemacht. Es regnet draußen und es ist kalt und ich lasse die Frau steuern. Ja. So muss das.
Abend, Leute. Ich bekomme lecker Abendessen gekocht von Janine. Die ist schon fleißig und ist gleich soweit. Wir haben heute 4,5 Stunden auf dem Eismeer verbracht bei 8 Grad Außentemperatur, gefühlt minus 10. Von den 4,5 Stunden haben wir 3,5 Stunden oder fast 4 Stunden Regen gehabt. Und als wir dann endlich hier ankamen, haben wir tatsächlich auch noch ein bisschen Sonne gehabt. Jetzt werden wir erstmal lecker essen und dann gehen wir nochmal durch die Stadt ein bisschen frieren und danach ab in die Goje. Hey, wie sehen wir fertig aus? Hallo, heute 3. April, wir sind um kurz nach 4 in Horn angekommen, sind erst um 12:30 in Enkhausen losgekommen, weil... Was, weil, na? Sie nicht fertig war? Von Regen. Aber dafür macht sie jetzt eine Outsmeuter, wie auch immer, und Spiegelei auf Brot. Strammer Max in Deutschland. Wir haben hier im WSV einen schönen Liegeplatz bekommen. Und werden gleich einmal durch die Stadt gehen und mal schauen, wo wir heute Abend lecker essen gehen. Guten Mittag. wir haben heute Mittwoch, den 4.4., 5.4., keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Mittwoch und wir sind auf dem Weg nach wahrscheinlich Vullendamm. Abfahrtshafen ist Horn. Wir sind losgefahren um 12:30.
haben heute weniger Wind als gestern. Im Moment sind es gerade mal 12 bis 13 Knoten. Und sind hier stetig mit 4,5 bis 5 Knoten Fahrt unterwegs. Wo die da links hin wollen. Das vielleicht. Hi. Tom hat. Also, ich wollte mal allgemeine Info oder mal eine Frage an alle. An der Jacke ist der Reißverschluss unten, um den aufzumachen. Damit, wenn man aufs Toilette muss, auch hier unten in der Wirbelsäule einen Reißverschluss hat, den man dann von unten am besten aufmacht. Aber, tada, was soll das? Da kommt man nicht dran. Man muss den Reißverschluss jetzt bis nach ganz oben aufmachen. Dann von oben reingreifen. Und das Gebimmel, was man da unten hat, von unten hochholen, damit man pinkeln kann. Also, ich verstehe es nicht. Warum macht man sowas? Vielleicht kann mir das mal jemand beantworten. Muss ich die ganze Klamotten ausziehen. Ja. Tschüss. Wir haben mal wieder Regen und eine Regenfront, wie man mal so sieht. Guck mal, kommt gar nicht so rüber. Aber da ist richtig Theater. Ich hoffe, dass wir den Wind hier, vom Wind her jetzt nicht hier so die ganzen Regenwolken abkriegen. Es regnet ja schon, aber hinter mir, da ist auch schon Regen. Da und da und da und überhaupt. Scheißwetter. Wir fahren wieder zurück. Ja, wir fahren wieder zurück. Wir fahren quasi um die Schauerzelle drumherum. Und müssen jetzt wieder wenden, weil wir sonst halt wieder zurückfahren, ne? Nach Horn. Weil der Wind halt jetzt so dreht und der Autopilot natürlich nach dem Wind fährt. Also, klar zur Wende. Frisch geduscht, endlich nach 3 Tagen ohne Dusche geht's jetzt in die Haia. Ne? Duschen hier in Monnickendamm sind ganz cool und wir fühlen uns endlich wieder frisch. Moin moin. Moin moin. Wir sind hier in der Kopperen Fiss. Wollten gerade schön Kläppchenfisch essen mit Fritten. Fritten gehen aber nicht, weil es gab einen kleinen Brand in der Küche. Ja, so viel dazu. Wir warten den Sturm quasi ab, weil wir haben bis zu 35 Knoten Wind angesagt und das ist uns ein bisschen viel. Und deswegen werden wir wahrscheinlich erst heute Nachmittag losfahren und gegen Abend dann in den Mountain ankommen.
Wir sind jetzt hier in Mauden und im Mode-Slot und werden uns gleich eine Führung ansehen oder mitmachen. Anschließend fahren wir dann Richtung Lelystad. Schauen wir mal. Bin gespannt, was es hier in dem Schloss gibt. Und schöne Grüße von der Rubicon. Wir sind unterwegs nach Lelystad. Wir haben in Spitze 25 Knoten Wind. Angesagt waren 13, in Böen bis 18. Sind mit gut 7 Knoten unterwegs. Ups! Wir fliegen! Und wir fliegen quasi nach Lelystad. Wir überlegen uns dann nochmal, ob wir weiterfahren bei der Geschwindigkeit. Also vielleicht dann tatsächlich bis nach Ürk durchfahren. Dann werden wir sehen, wann wir in Lelystad ankommen. Also, bis später! Ich sitze auch übrigens auf dem Kompass, der nicht da ist. Sonst würde ich mich da auch nicht hinsetzen können. Ja, du sitzt da. Das sieht aus, ne? Hier, da ist unser Kompass. Ja. Wer hat ihn vergessen? Ich. Tom. Wollte ich gerade sagen, ich nicht. Liegt schön zu Hause im Keller im Regal, eingepackt. Tja, der neue Kompass. Wird da wenigstens nicht dreckig. Das Geilste ist. Was? Die Bavaria hinter uns, die erst nur mit der Fock unterwegs war, wir die dann aufgeholt haben und dann verzweifelt das Großsegel gesetzt haben und trotzdem nicht an uns rankommen.